Hast du meinem Mädchen gesagt, sie soll das Maul halten? Hast du meinem Mädchen gesagt, sie soll das Maul halten? Achmed, wie lange kennst du Matze eigentlich? So 4 Jahre. Seine Frau hat früher bei meiner Cousine im Laden geputzt. Mhm. Und dann ist sie ja krank geworden. Ja, ich weiß. Er hat sie zu Hause gepflegt. Das ist ziemlich beeindruckend. Ja, nur belohnt einem das keiner. Ich meine, alle sagen, wie toll es ist, wenn Menschen zu Hause gepflegt werden. Aber wer zahlt das denn? Matze musste sich überall Kohle leihen. Sogar bei mir. Ja, aber egal. Hauptsache, er konnte für Lili da sein. Wenn man so unter Druck ist, dann schon mal auf dumme Gedanken kommen, oder? Wie eine Bank ausrauben? Oder einen Unfall vortäuschen? Du meinst, Mats hat das Brett selber angesägt, um Geld von der Versicherung zu kriegen? So eine Art Schmerzensgeld? Ey, Matze ist mein Freund. So wie du, du Idiot. Und über dich würde ich mir so einen Scheiß auch nicht reinziehen. Ciao, Carlo. Sie sollen hier natürlich jetzt nicht Ihre türkischen Wurzeln verleugnen. Sagen Sie mir nicht, Sie haben schon Ihren tiefer gelegten Dreier-BMW verkauft. Herr Welke, früher habe ich auch über jeden Dreck gelacht. Viele Südländer sind einfach furchtbar albern. Und heute? Ja, heute lache ich gar nicht mehr. Heute bin ich Deutscher. Sehr gut. Oliver, es ist mir tatsächlich gelungen, ihm diese, ja, sinnlose türkische Lebensfreude komplett abzutrainieren. Wie sagt meine Mutti immer, Lachen zahlt keine Miete. Dafür bin ich dem Albrecht wahnsinnig dankbar. Auch meine Familie hat endlich ihre Emotionen im Griff. Meine Frau hat nicht mal mehr Spaß am Sex. Ja, willkommen in Deutschland. Albrecht. Ich sehe ja Ihre Bemühungen. Integrationscoach, gut und schön, aber haben Sie dem Kollegen jetzt nur die miesen deutschen Eigenschaften beigebracht oder was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Oh nein, mir tut es leid. Nein, Sie zuerst. Ach bitte, Sie zuerst. Ich verstehe. Stopp! Das ist ja ekelhaft, mein Gott. Humboldt, Sie haben ein Monster geschaffen. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Was gibt's zu essen? Schwein? So, jetzt haben wir Platz. Bist du 16, ne? Du kannst dich mal am Arsch lecken! Hör auf mit der Scheiße, Mensch! Ja! Ich war's nicht! Er war's, Boris! Ah! Ah! Halt aufhören! Aufhören! Hauen Sie ab! Wir brauchen Sie hier nicht! Das sehe ich aber anders, Herr Demir. Wir sind hier, um 2 Mörder festzunehmen. Und Sie? Ich habe Kadir mein Wort gegeben, seinem Bruder zu rächen. Ich halte mein Wort! Indem Sie sich von einem Drogenhersteller benutzen lassen wie ein Dienstbote? Ist mir egal! Uns aber nicht, Kerstin. Wenn Sie Teil vom Beisal nicht zusammengeschlagen hätten, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt gegen die 2 Helden. Los, weg! Nach hinten! Weg. Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken, los! Zelt. Ja. Achmed, ich brauche deine Hilfe. Bist du in der Nähe von dem Computer? Ja, eigentlich schon irgendwie. Okay. Und? Hast du was? Immer ruhig mit den jungen Kamelen. Diese Bochum Gastro und Entertainer AG ist die reinste Steueroase. Eine Briefkastenfirma jagt die nächste. Ah, warte mal. Wie geht das? Alles in Ordnung? Geht's dir gut? Alles Pena. Hörst du? Ich hab da was. Am Ende mündet das Ganze in einer GmbH. Und die gehört einem gewissen Lutz Büttke. Irland, Steilküste, 4 Kinder, Jugendliebe, Engel. Wunderbar. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Du bist Lenny? Lenny, Oleg. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich auch. 70.000 Bar. Allein der Schluss ist so viel wert. 70.000 sind ein fairer Preis. Absolut.
Das Buch ist großartig, diese Frische, der Glanz, die Dramatik, das berührt mich ganz tief. Auch als Frau. Aber was soll ich tun, die Marktlage? Was die Zuschauer jetzt sehen wollen, das sind harte Männerschicksale, sowas wie Bond. Aber Soapy. Ja, denk mal an Redford, den Pferdeflüsterer. 40.000. Sorry, großes Buch, kleiner Markt. Schreibt mir einen echten Knaller. Mit starken Typen, mit Gefühl und wir sind im Geschäft. Versprochen. Ich kapiere das nicht. Das ist doch ein super Buch. Die Frau voll im Arsch. Mann weg, Job weg, selbst. Und dann der Engel, das ist doch geil. Das ist scheiße. Du hast doch gehört, was die gesagt hat. Wir brauchen Action. Komm schon. Das Geheimnis ist die Soße. Extra scharf. Aber nicht leckern. Kriegen Sie nie wieder raus.